Hey, schön, dass du hier bist und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, es ist weder Donnerstag noch ist Samstag, was macht Tim hier am Freitag? Das möchte ich dir verraten, denn ich habe mir ein neues Videoformat ausgedacht, das es ab jetzt regelmäßig geben wird. Wie regelmäßig, weiß ich noch nicht, das hängt auch davon ab, wie viel Bock du darauf hast. Und zwar wird das neue Format sein Herausforderungszeit. Herausforderungszeit wird das neue Format heißen. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie regelmäßig es kommen wird, aber du weißt ja, ich rede immer wieder darüber, wie wichtig es ist, Herausforderungen, um dich als Person zu stärken, um deine Männlichkeit zu stärken, um dich als Person wachsen zu lassen. Und deswegen dachte ich mir, was wäre besser, als wenn wir einfach Herausforderungen regelmäßig zusammen auf diesem Channel angehen. Und Herausforderungszeit wird folgendermaßen ablaufen. Ich drehe ein Video und gebe mir selbst und dir eine Herausforderung für die kommende Woche, an der du teilnehmen kannst. Wenn du daran teilnehmen willst, dann schreibst du unter dieses Video, also das Herausforderungszeit-Video, ich bin dabei. Ja, dann machst du den Google-Account, wenn du noch keinen hast, einen YouTube-Account. Und wenn du das nicht mal hinkriegst, dann bist du wahrscheinlich auch nicht bereit, die Herausforderung anzunehmen. Mach dir also einen Account, wenn du dabei sein willst. Schreib drunter, ich bin dabei. Und damit du es leichter verstehst, wie ich das meine, erkläre ich es dir mal an einem Beispiel. Die erste Herausforderung, der wir uns zusammen stellen werden, und zwar kommende Woche, ist, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen. Ich werde also, beziehungsweise habe ja bereits dieses Video hier gedreht am Freitag und die Challenge beginnt am Montag. Das heißt, wenn du dabei sein willst nächste Woche, schreibst du unter dieses Video, ich bin dabei, in die Kommentare. Dann beginnt unsere Herausforderung am Montag und die sieht folgendermaßen aus. Jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, werden wir um Punkt 5 Uhr alle aufstehen und unseren Tag beginnen. Das heißt, du stellst dir einen Wecker um 5 Uhr und du stehst dann auch um 5 Uhr auf. Die Herausforderung ist dann geschafft, wenn du um 5 Uhr aufstehst und nicht nochmal die Schlafen- oder Weiterschlafen-Taste drückst. Und die Herausforderung ist dann nicht geschafft, wenn du ein einziges Mal nicht um 5 Uhr aufstehst. Das ist die Herausforderung, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Und sei da wirklich kritisch und hart mit dir selbst, weil wenn du dich selbst betrügst, dann bringt das weder dir was, noch ist das cool für die Challenge, deswegen, also für die Herausforderung. Deswegen, wenn Herausforderungszeit ist und du nimmst daran teil, dann nimm das Ganze ernst. Jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und wenn du einmal den Weiterschlafen-Button drückst oder nicht um 5 Uhr direkt aufstehst, dann bist du raus aus der Challenge. Das kannst du mir dann aber auch später noch schreiben. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Herausforderungszeit. Ich werde dann am Ende der Woche ein Video hochladen, also in diesem Fall nächsten Sonntag, wo ich dir von meinen Erfahrungen mit der Herausforderung erzähle und dir sage, ob ich die Herausforderung geschafft habe, weil kann ja sein, dass ich sie gar nicht geschafft habe. Nun muss ja nicht unbedingt sein, dass ich die Herausforderung auch immer packe. Und unter dieses Video schreibst du dann, wie deine Erfahrung war. Hast du es geschafft? Hast du es nicht geschafft? Und wie war deine Erfahrung? Das heißt, in diesem Video schreibst du, wenn du dabei sein willst, ich bin dabei. Und in dem Auflösungsvideo, was dann nächsten Sonntag kommt, schreibst du, ob du es geschafft hast oder ob du es nicht geschafft hast. Aber bitte auch wirklich, wenn du hier schreibst, ich bin dabei, dann schreib mir am Ende der Woche, am Sonntag, ob du es geschafft hast oder ob du es nicht geschafft hast und gerne auch deine Erfahrung mit der ganzen Sache. Und was wir nämlich dann machen werden, und ich weiß noch nicht genau, wie das ablaufen wird, weil mir diese Idee auch selbst gerade erst gekommen ist, wir werden es so machen, dass vielleicht am Ende des Jahres, aber auch vielleicht alle 2 Monate, die Besten gekrönt und gekürt werden. Das heißt, ich werde eine Erfolgsliste führen mit den Leuten, die am meisten dabei waren, mit den Leuten, die am meisten Challenges auch erfolgreich bestanden haben. Vielleicht gibt es sogar auch einen Goldene Himbeere Award für den, der am häufigsten teilgenommen hat und am wenigsten Challenges bestanden hat. Das werden wir dann noch sehen. In welchem Abstand das passiert, werden wir dann noch sehen. Ich kann mir so gerade vorstellen, jede 2 Wochen. Jede Woche wäre, glaube ich, zu oft. Und dann werden wir nach einer bestimmten Zeit immer die besten und die erfolgreichsten Männer küren. Und so können wir uns alle gegenseitig herausfordern, können zusammen an einer Challenge teilnehmen, regelmäßig uns als Männer stärken, uns als Persönlichkeiten stärken. Denn das ist ja Sinn dieses Kanals. Und es ist ja nicht Sinn dieses Kanals, dass du immer nur Videos schaust und dann nichts tust, sondern dass du in Handlung kommst. Und wenn du dich jetzt genauso sehr auf die nächste Woche und auf das 5 Uhr Aufstehen freust wie ich, und das wird eine Herausforderung auf jeden Fall, dann schreib in die Kommentare, ich bin dabei. Ich hoffe, viele von euch machen mit und sind dabei. Und dann werden wir im Video am kommenden Sonntag, werde ich dann auflösen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Und du kannst mir schreiben, ob du es geschafft hast oder nicht. Wie gesagt, es beginnt am Montag. Du kannst dich bis Sonntagabend registrieren, indem du schreibst, ich bin dabei, hier in die Kommentare. Mach den Account, wenn du keinen hast. Das ist einfach super easy und das solltest du auf jeden Fall hinbekommen. Und dann stellen wir uns gemeinsam der Herausforderung, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Und ich freue mich schon drauf. Das wird eine geile Herausforderung. Erste Folge Herausforderungszeit. Und ich bin super gespannt, wie es bei dir dann am Sonntag aussieht.